Nächste Folge Factorio. Produktion, Produktion, Produktion. So, ich weiß es noch nicht. Es müsste mittlerweile klappen. Das Einzige, was ich mich frage, ist, warum legt der jetzt die Fässer nicht da drauf? Ach, tut er jetzt. Jetzt muss ich aber darüber, weil der muss die Fässer auch irgendwo wieder abladen. Der hat doch jetzt die Fässer hier geladen, oder nicht? Hat er oder hat er nicht? Oder sind das jetzt gerade die ersten Fässer, die da unten ankommen? Ich weiß es nicht. Der erste Zugwaggon war's. Dann bauen wir das hier so bis ganz nach unten. Hier so. Zack. Zack. Nein. Hier. Bis hier rüber. Ups. Ich baue jetzt die da, die gehen einfach zum Bauen. Das ist ja wurscht, diese eine kleine lahme Runde jetzt da, das macht's Kraut an immer fett. Dann müssen wir hier jetzt halt einmal so, so, so und so bauen. Was mache ich hier? Können die einmal hier setzen? Doch, doch, das können wir schon so machen. So, so. 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 Und wieder den Durchgang jetzt hier. Den Durchgang machen wir dann bis hier. Zack. Zack. Zack, Scheibenkleister. Das muss ich hier so rumbauen. Und hier so. Warum wird der nicht beladen? Warum wird der nicht beladen? Da funktioniert doch irgendwas nicht. Machen wir 300, so.
Jetzt warten wir mal, bis der Zug kommt. Logisch. Logisch. Ist ja klar. Ist ja klar. Muss ich hier ein bisschen ausbauen, dann muss ich hier noch einmal so und einmal so machen. So, das ist jetzt der vordere Zug, der mit den Ö. Jetzt muss ich nur Acht geben, dass der vordere Zug jetzt nicht mehr mit Ölfässern beladen wird. Nochmal hinten die Ölfässer und vorne die leeren Fässer. Dann kann ich mir eigentlich jetzt dann den hier sparen. Und kann das insgesamt umbauen. Weil dann baue ich den da einfach hier daneben hin. Machen wir das so. Und der muss jetzt hier Ölfässer B füllen. Dann mache ich das so. Mache ich so. Ein solches dazwischen. Brauche ich nochmal zwei. Zumindest eigentlich einen. Konnte das eigentlich passieren, dass ich da plötzlich nur einen habe? Den hauen wir da wieder ran. Ja. Mumpitz, aber. Also jetzt kriegt er wieder Öl. Und jetzt kommen hier wieder. Ah, jetzt funktioniert das schon besser, ne? Moment, bei dem kommt jetzt kein Öl an. Wieso kommt bei dem kein Öl an? Hä? Das ist verbunden mit dem. Das ist mit dem verbunden.
Irgendwas stimmt gerade nicht. Aber da sollte doch Öl ankommen. Jetzt, was auch immer das jetzt war. Ich glaube, ich produziere jetzt einfach da unten noch ein paar Ölfässer. Nicht hier oben, sondern da unten dann. Oder wobei, ich kann es auch direkt einfach schnell hier machen. Es ist ja kupft wie gesprungen. Dass es hier mal vorwärts geht. Jetzt wieder ein riesen Kuddelmuddel da unten. Ja, das passt schon, wie das jetzt erst einmal läuft. Das kann jetzt mal so laufen. Kriegen wir auf jeden Fall genug Öl da unten mal. Ich überlege gerade nur, wie man das dann macht. Es gibt da das Zugsignal und Zugvorsignal. Da blicke ich jetzt schon nicht durch. Ich hau dem jetzt nochmal hier den anderen mit dran. Was soll's? Warten wir hier noch einmal kurz, bis wir wieder eine Runde mitfahren können. So, dann. Wir könnten eigentlich hier oben. Oder? Ich weiß nicht, ob wir das könnten. Das heißt, wir haben so viel. Warum spare ich? Ich fange jetzt nicht das Sparen an. Wir bauen jetzt hier. Ich muss nochmal mit zurückfahren. Ich muss mal Komponenten holen. Wir bauen jetzt hier oben noch eine Stahlproduktion und lassen hier die Fässer reproduzieren. Es ist ja vollkommen wurscht, wenn wir das dann im Überfluss haben. Und soll er halt. Und dann haben, von mir aus haben wir halt dann ein bisschen Stahl zu viel wieder. Das können wir wieder irgendwo anders brauchen. So, hier musst du nicht so lange warten. Hier machen wir mal 50 Sekunden, so.
Was bis dahin nicht im Zug ist, muss auch nicht mit. Und dafür kannst du aber da unten. Du wartest dann beiden 50 Sekunden so. Go! So. So, den schon mal ein bisschen länger gebaut. Ich weiß ja nicht, was wir hier oben noch abbauen werden, aber beziehungsweise was wir hin und her schicken wollen, irgendwas werden wir schon noch finden. Ah, forschen können wir auch wieder. Lalala, wir haben. Uns fehlt ja gar nicht mehr so viel, was wir erforschen müssen, um das da zu haben, ne? Außer das natürlich. Das brauchen wir auch lila, lila. Blau, 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 grün, dann forschen wir das da. Fahr jetzt Zug. Es ist ja schlimmer als bei der Deutschen Bahn. Da sitze ich auch immer ewig drin, bis der Zug mal losfährt. Ich bin lange nicht mehr Bahn gefahren, fällt mir ein. Sieht's denn aus mit Stromversorgung? Alles gut? Alles schick. Alles bestens. Bei dem kommen nur zu wenig Fässer an hier. Der hintere produziert immer erst, wenn der Zug hier wieder kommt, mit einer neuen Ladung an Fässern. Na komm, fahr doch jetzt. Wenn ich jetzt aussteige, wieder los. Wetten? Der steht doch jetzt schon länger als 50 Sekunden hier. Zug losschicken, go! Zur Station springen, so, fahr jetzt los. Herrschaftszeiten. Das ist ja aber auch so lang braucht hier. Nehme ich wieder mit. So, abladen. Okay, das ging schnell mit den Fässern. Die Robos kommen nicht wirklich hinterher, gerade mit dem Bauen, habe ich das Gefühl. Mit dem Transportieren. Und da fährt er auch schon wieder und ist noch nicht mal alles abgeladen jetzt. Ich brauche mehr Robos.
Batterien fehlen mir jetzt natürlich auch noch, ne? Es geht auch übelst langsam gerade. So, hier unten kommt jetzt wieder mehr als nur genug Öl an, wie es aussieht. Was haben wir nochmal gebraucht für Batterien? Das, das und dann das. Okay. Die Produktion, wenn nur einmal in Stocken gerät, das hält alles auf. Und ich komme nicht so schnell weiter, wie ich das gerne hätte. Wir produzieren hier immer noch den Brennstoff ohne Ende, das heißt, hier wird auch umgestellt. So. Jetzt haben wir es da auf beiden Seiten. Jetzt kann ich schon mal wieder ein bisschen schneller nachproduzieren, an der Stelle zumindest. Und wie hier. Raffinerie auch. Was ist denn eigentlich das da? Ermöglicht? Ah. Okay, bevor ich das mache, muss ich das dann erforschen, glaube ich. Was brauche ich dafür? Blau. Habe ich ein paar Batterien auf Halde irgendwo? Die gehen wahrscheinlich direkt weiter in die Produktion. Weil ich, okay, never mind. Die gehen wahrscheinlich direkt weiter in Produktion. Was fehlt denn hier jetzt wieder? Jetzt fehlen die roten auf einmal wieder, oder was? Habe ich hier irgendwo unwissentlich was abgerissen? Ah ja, genau. Habe ich gemacht. So, jetzt bauen wir erst einmal hier abartig viel von den Robos. Aber bevor der hier alles rausnimmt, packe ich mir nochmal 3 Stacks. Packe ich mir ein. So, jetzt werden die auch wieder produziert, ne? Ja. Naja, kein Wunder, dass das jetzt, dass hier auch wieder nichts mehr vorwärts ging, ne? So, in der Zwischenzeit kann ich mich ja mal darum kümmern, dass ich hier einmal noch eine Produktion kriege, wo mir diese Kupfer
Und das brauche ich nicht für die da. Kupferstahl, Kupferstahl. Ah, ich hole mal Brennstoff. Dürfte ich ja mittlerweile auch en masse in den Kisten rumliegen haben. Oh yeah. Bevor wir plötzlich da oben auch wieder ein Produktionsloch haben. Der dann plötzlich nicht mehr tut. Der hat noch, legen wir mal das noch drauf. Schaut's bei dir aus, du hast auch schon nichts mehr. Ich mach das jetzt mal so. Und da brauche ich dann noch einen Lichtbogenofen. Der sollen wir jetzt auf jeden Fall die mittelgroßen herstellen, die will ich haben. Die will ich ja sowas von haben. Okay, lassen wir erst einmal die Robos weiter produzieren. Sind sowieso schon wieder an der Folge. Ich lasse die Robos jetzt mal weiter produzieren und dann geht es beim nächsten Mal weiter. Macht's gut.